So, und Heiko Thieme, unser Berufsoptimist, wird angesichts des Krieges in der Ukraine ungewohnt zurückhaltend. Heiko, du rechnest mit größeren Verwerfungen und längerfristigen Verwerfungen dort. Was bedeutet das jetzt? Sind die Anleger zu forsch? Wir sind zu schnell gestiegen. Wir kommen von 12.400, nicht wahr? Und sind jetzt hier also über der 13.400-Marke, haben über 2.000 Punkte zugelegt, sprich mehr als 15%. Das ist eine zu schnelle Gangart. Denn der Unterschied von dem, was wir vor 2 Jahren bei Corona gesehen haben, nicht wahr? Und jetzt ist, dass dieser Krieg eine ganz andere Dimension erreicht hat, die ins Unmenschliche hineingeht. Wir hatten es mit einem Krankheitserreger zu tun. Die Börse war 40% gefallen. Das war Kaufniveau, das war Crash-Szenario. Wir haben jetzt eine Bässe gesehen beim DAX von 24%. Davon haben wir einen großen Teil schon wieder aufgeholt. In den USA sind wir lediglich in einer Korrektur, nicht mal in der Korrekturphase, sondern in einer Konsolidierungsphase. Also das geht mir etwas zu schnell, da diese kriegerischen Handlungen in der Ukraine noch lange nicht zu Ende sind und nehmen vielleicht noch eine weitere unmenschliche Wende, die uns alle betreffen wird. Und das ist die Sorge, die ich dabei habe. Es gibt natürlich Chancen bei Werten, die schon im Crash-Szenario sich befinden. Deswegen haben wir da auch Kaufempfehlungen. Aber generell sage ich, für den Index gesehen, der DAX kann noch einmal die 13.000-Marke oder sogar etwas niedrigeres Niveau aufsuchen und wird jetzt nicht von 14.400 auf die 16.000-Marke ohne Unterbrechung gehen. Das heißt, es ist aber nicht für die Anleger, alle Aktien verkaufen und jetzt Bargeld, Cash halten. Hast du ein paar Empfehlungen für uns? Oh, wir haben natürlich, wir haben über ein halbes Dutzend heute diskutiert, sowohl im Markt selbst, inklusive China übrigens, wo ich im Gegensatz zu JP Morgan, ich war der prestigereichsten Bank in den USA, nicht sage, in China kann man nicht investieren. Nein, man kann in China investieren, gerade auf diesem Niveau. Und ich habe diesmal sogar einen Exchange-Traded-Fonds angeboten, nicht wahr, der Hongkong und in China notierte Werte umfasst, die 50 größten, nämlich anstatt der Einzelwerte, die kann man weiter halten. Aber auch ein ETF wäre hier zu empfehlen und da kann man sich eine Position aufbauen, indem man bis zu 3% investiert, aber in 3 Tranchen mit jeweils 1%. Auch das nennen wir heute. Ansonsten Russland lässt man weg. Russland ist nicht investierbar. Das muss man ganz klar sehen. Auch wenn die Bewertungsbasis rein theoretisch günstig ist bei manchen Werten, nur sie sind A nicht mehr gehandelt. Deswegen bitte Russland weglassen. Und dafür gibt es andere Möglichkeiten, die ich sehe. Ich würde aber nicht in den Sektoren investieren, die stark gelaufen sind, wie Verteidigung und jetzt Energie. Das ist jetzt nicht zu hoch, aber ist schon sehr viel gelaufen. Ich fokussiere mich nach wie vor auf die antizyklischen Werte, die stark gefallen sind und denen ich längerfristig ein gutes Potenzial gebe. Und da geht die Variante von Disney, nicht wahr, im Unterhaltungssektor hinein, bis auch zu Basiswerten in Deutschland zum Beispiel, was wir vorhin nicht direkt mehr besprochen haben, aber was bei mir im Raum steht, ist zum Beispiel eine Henkel, die bei mir auf der Liste steht, nicht wahr? Und dann gibt es auch andere Basiswerte, die im DAX vertreten sind, die man nehmen kann. Und die SAP wird bei mir ebenfalls nach wie vor positiv gesehen. Die Fresenius, die Merck hatten wir gekauft, jetzt ist sie schon gestiegen. Also kurzum, es ist Selektivität, die wir ansprechen und ein breites Spektrum, was wir diskutieren, nicht wahr? Wie man die Strategie anwendet. Was heißt 3/3, wenn man nur zu 1/3 kommt, gilt dann die Strategie ebenfalls. Ich glaube, es war eine breite Basis, die wir hatten, aber natürlich getragen von der menschlichen Tragödie, die sich im Osten Europas abspielt und noch kein echtes Ende erkennen lässt. Heiko Thieme, unsere jüngste Ausgabe des Heiko Thieme Club zu sehen in voller Länge für unsere Clubmitglieder. Danke für diesen kurzen Ausschnitt. Bitte schön und Grüße nach Bayreuth.